Medien in der Geografie. Das ist unser Thema hier in den nächsten Minuten und wir werden uns ansehen, was für Formen von Medien gibt es, wozu nutzen wir Medien und wie können uns Medien helfen, unser Wissen zu erwerben, auch bei der Erstellung eines Medieninhalts einen fachlichen Gegenstand besser kennenzulernen und letztendlich auch unser Wissen zu speichern und zu kommunizieren. Medien sind Werkzeuge. Sie sind Transportmittel und Vermittler für Informationen in Lernprozessen, in Forschungsprozessen, in der Kommunikation von wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Inhalten. Weil wir hier gerade beim Lernen sind und weil Medien natürlich auch eine sehr große Rolle beim Lehr-Lern-Prozess spielen, wie man hier gerade auch sieht, ich spreche hier mit Ihnen, ich zeige parallel hier eine grafische Darstellung, einen Text in diesem Medium, das aufgezeichnet wird, in diesem Film, der Ihnen letztendlich zur Verfügung gestellt wird. Und Studien zeigen, dass der Lernerfolg oft sehr viel mehr von der Methode, von der didaktischen Aufbereitung abhängt, als von dem tatsächlich verwendeten Medium. Es ist also relativ egal, ob wir einen ausgedruckten Text lesen oder einen digitalen Text vor uns haben. Das spielt bei sehr spezifischen Fragestellungen, wo der Text an sich schon die Kunstform beispielsweise ist in der Literatur, eine sehr große Rolle, ob Sie einen ausgedruckten Text haben oder einen digitalen Text. Bei einer wissenschaftlichen Zusammenfassung, zum Beispiel eines wirtschaftsgeografischen Prozesses oder eines Land-Seewind-Systems in der Klimatologie, ist es relativ egal, in welchem Medium Sie das lesen. Sie haben ein paar kurze Sätze, die kurz und prägnant das Problem oder das Phänomen beschreiben und dabei tritt das Medium dann sehr stark in den Hintergrund gegenüber der didaktischen Aufbereitung oder der modellhaften Reduzierung dieses Phänomens. Medien per se sind also nicht immer ein Garant dafür, dass ich etwas, das ich selber weiß, gut an andere vermitteln kann oder gut in irgendeiner Form persistent speichern kann. Vielmehr kommt es sehr darauf an, dass wir Medien gezielt benutzen, immer abgestimmt auf eine ganz bestimmte Problemstellung, auf eine ganz bestimmte Frage, dass wir Medien auch ganz gezielt erstellen unter einer bestimmten Frage und nicht mit einem Medium alles erschlagen wollen, was wir an Wissen bei uns gesammelt haben oder was wir an Wissen gerne für uns festhalten wollen oder weitergeben wollen. Medien sind immer etwas sehr Individuelles. Sie sind meistens aus einem Modellierungsprozess heraus entstanden, wenn wir das jetzt in so einem naturwissenschaftlichen Kontext hier betrachten. Wenn wir Medien beschreiben wollen, dann können wir Medien als Informationsträger zuerst mal beschreiben. Sie speichern Informationen und diese Informationen sind für uns, wenn wir das Medium benutzen, wieder abrufbar. Sie dienen dann für uns der Informationsbeschaffung. Wir können mit Medien etwas Neues lernen. Wir können uns über etwas informieren, zum Beispiel wie das Wetter morgen wird oder was die aktuelle Nachrichtenlage ist oder darüber informieren, wie denn der angesprochene wirtschaftsgeografische Prozess im Detail funktioniert, indem wir nochmal in ein anderes Buch schauen oder indem wir uns zum Beispiel eine Modellsimulation dieses Prozesses ansehen. Medien sind auch immer Stellvertreter. Medien sind nie das unmittelbare Wissen der Person, die das Medium erstellt hat. Sie sind nicht die Person selbst. Sie sind auch nicht der Gegenstand selbst, von dem sie handeln. Ein Medium, das den Land-Seewind beschreibt, ist nicht der Land-Seewind-System selbst. Es ist ein Stellvertreter für ein Phänomen oder ein Stellvertreter für Wissen, das eine Person hat und es überbrückt damit auch räumliche Distanzen. Wir müssen nicht unmittelbar hingehen, sondern wir können uns in erster Näherung erstmal ein Medium darüber anschauen. Anschauen ist auch schon das Stichwort. Medien dienen als Anschauungsmittel. Sehen Sie hier auch, Sie schauen Text an, während Sie diesen Film anschauen. Und hier auf der rechten Seite gibt es auch so eine Wortwolke, die ich gerade rot einkreise. Da ist in so einer Art Grafik mal schlaglichtartig dargestellt, was Medien denn alles sein können. Medien können zum Beispiel Karten sein oder sie können Satellitenaufnahmen sein. So ein Medium kann ein Foto sein, ein Bild und so weiter. Ich kann also Medien auch als Anschauungsmittel verwenden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Gleiche gilt natürlich auch für irgendein dreidimensionales Modell. Auch das wäre ein Medium, vielleicht kennen Sie das noch.
aus ihren vielleicht früheren Grundschulzeiten, da kommt vielleicht sowas häufiger vor, solche dreidimensionalen Reliefkarten, die irgendeine Landschaft tatsächlich dreidimensional darstellen, wie so eine Nulleisenbahnlandschaft. Medien helfen uns bei der Erstellung solcher Medien auch immer, die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen oder den fachlichen Gegenstand, den wir gerade untersuchen, zu strukturieren und zu reduzieren. Wir werden niemals in der Lage sein, ein komplettes Land-Seewind-Phänomen mit all seinen Details, allen kleinen Turbulenzen, allen Temperaturunterschieden, allen kleinen Windzunahmen und Windabnahmen im letzten Detail abzubilden. Wir können aber diese Beobachtung, die wir da machen oder diese Messungen, die wir haben, versuchen zu strukturieren, zu reduzieren auf das Wesentliche und praktisch in so einem Modellierungsprozess unter einer ganz bestimmten Fragestellung, zum Beispiel der Frage, wie funktioniert ein Land-Seewind-System ganz schematisch die Wirklichkeit hier abbilden. Und damit, mit dieser praktisch von dem Ersteller des Mediums, von der Person, die diese Medien erstellt, die die Wirklichkeit in diesem Beispiel modelliert, ist das Endprodukt in diesem Medium auch immer abhängig. Es ist damit immer ein subjektives Produkt, das unter einer ganz gewissen Fragestellung, unter einer ganz gewissen Perspektive erstellt worden ist und bei dem die Subjektivität der Person, die es erstellt hat, nie ganz herausgenommen werden kann. Natürlich bemühen wir uns in der Wissenschaft, hier möglichst transparent zu sein, möglichst objektiv zu sein, aber es ist immer noch unsere Methodenauswahl, es ist immer noch unsere Medienauswahl, in der wir diese Subjektivität schon zum Ausdruck bringen. Wir können zum Beispiel das Land-Seewind-System als Computeranimation darstellen, wir können es als kleine Skizze machen, das kennen Sie vielleicht alle. Wir haben irgendwo blaues Wasser, dann hätten wir hier das grüne Land und jetzt erwärmt sich, wenn die Sonne kommt, das Land schneller als das Wasser. Das führt zu einer Ausdehnung der Luftschichten über dem Land. Und wenn wir uns das mal als Luftsäule hier vorstellen, dann wäre die gleiche Anzahl von Luftmolekülen in dieser Säule über diese Höhen verteilt, in der Säule über dem Meer, wo sich die Luft noch nicht ausgedehnt hat, wäre die gleiche Molekülanzahl über diese Höhe verteilt. Am Boden, wenn wir hier also messen würden, hätten wir immer noch den gleichen Luftdruck in beiden Säulen. Aber wenn wir hier in der Höhe messen, dann haben wir hier über dem Land, wo dieses Luftmolekül mehr ist, einen höheren Luftdruck als über dem Wasser. Da hätten wir ein Tief. Und das führt dann hier oben erstmal zu einer Luftströmung. Dieses Luftteilchen strömt langsam hier rüber. Und damit fehlt in dieser rechten Lufthöhle hier ein Teilchen und es bildet sich hier unten am Boden ein Tiefdruckgebiet aus und hier über dem Wasser ein Hochdruckgebiet, sodass hier unten die Luft genau andersherum strömt. So kann ich also auch ein Land-Seewind-System darstellen und ich könnte natürlich auch einfach das, was ich gerade gesagt habe, einfach in einen Text schreiben. Wenn wir Medien sehr stark auf die Geografie einmal einschränken, dann kommen wir um das Zusammenspiel zwischen Medien und Raum gar nicht mehr herum. Raum spielt eine sehr große Rolle in der Geografie. Raum ist eine der Parameter, die unsere Komplexitätsreduktion in unserer Betrachtung von Phänomenen ausmachen. Wenn wir zum Beispiel ein sehr komplexes Phänomen betrachten, dann wählen wir meistens einen sehr kleinen Raumausschnitt, um das zu verstehen. Wenn wir ein weniger komplexes Problem betrachten oder etwas abstrakter, etwas weniger im Detail in unserer Analyse unterwegs sind, dann können wir das zum Beispiel auch global machen. Wir haben also in unserer medialen Betrachtung von Räumen, indem wir sie zum Beispiel als Karten darstellen oder indem wir sie als digitales Modell abbilden, immer so eine Maßstabskala auch mit drin, irgendwo von lokal oder noch kleiner bis global. Und wenn wir Räume anschauen, dann interessiert uns in der Regel die Struktur dieser Räume und die Funktion, die durch diese Struktur erzeugt wird. Wir betrachten Räume also in der Regel als Systeme, egal ob das jetzt physische Systeme sind oder ob das soziale Systeme, also soziale Raumkonstruktionen sind. Wir nutzen aber auch Raum, und das ist hier im dritten Wort angegeben, zur Orientierung.
Wenn wir zum Beispiel zur Uni gehen oder wenn wir irgendwo mit dem Auto oder mit dem Fahrrad hinfahren wollen, dann nutzen wir vielleicht einen digitalen Kartendienst, um uns im Raum zu orientieren und um an unser Ziel zu kommen. Auch da spielen Medien also eine Rolle. Orientierung im Raum und auf der anderen Seite eine Wissensgenerierung oder ein Lernen über funktionelle, über systemische Zusammenhänge im Raum. Und wenn wir jetzt mit Medien so eine Raumanalyse uns anschauen, und das ist hier mal am Beispiel des Geografieunterrichts, stellvertretend für Ihren eigenen Lernprozess oder irgendeinen anderen Lernprozess, vielleicht auch einen Forschungsprozess wiedergegeben, dann haben wir eigentlich immer wieder die gleiche Abfolge von Handlungen. Wir müssen uns erstmal Informationen beschaffen. Wir müssen diese Informationen, die wir uns beschafft haben, auswerten. Wir müssen diese Informationen letztendlich irgendwie für uns aufbereiten und auch darstellen. Darstellen entweder mental, dass wir uns praktisch ein Bild von den Informationen im Gehirn machen, in unserem Geist machen, das wir aus der Auswertung gewonnen haben, aber vielleicht auch die nächste Skizze, in der wir die Informationen, dieses mentale Bild, das wir uns erarbeitet haben, wieder niederlegen, wieder speichern sozusagen. Und dann gehört dazu aber auch, und das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Wissenschaft, die kritische Reflexion unseres Informationsbeschaffungs- und damit auch Auswahlprozesses von Informationen, die wir letztendlich genommen haben, um sie in unserer Informationsauswertung und in unserer Informationsdarstellung zu verwenden. Klassifikationen gehören ja sehr häufig auch in so einer Einführung an Klassifikationen, versucht man etwas zu kategorisieren. Ganz generell ist es schwierig, Medien in der Geografie oder Modelle in der Geografie immer in eine Kategorie zu packen. Hier einmal der Versuch aus einer fachdidaktischen Perspektive heraus. Sie sehen auf der einen Seite so die Klassiker-Karte als das Medium vielleicht in der Geografie. Sehr enger Bezug zur räumlichen Orientierung mit so einer Karte verbinden wir also irgendwie eine absolute Verortung im Raum, eine Verortung in einem Koordinatensystem. In solchen Karten sind auch Informationen dargestellt, aber diese Informationen können wir uns natürlich auch als Zahlen in irgendeiner Form von Tabelle oder Diagramm überlegen. Sie kennen alle Diagramme vielleicht zur Wirtschaftsentwicklung, Sie kennen alle Diagramme zum Klima, auch das wäre so ein typisches Medium. Was natürlich auch ein Medium ist, sind Worte, sind Sachtexte, sind Texte, sind auch mentale Karten, mentale Abbildungen, die wir machen zu einer Frage, was kommt uns gerade als erstes dazu ins Gedächtnis, wenn wir also praktisch vor einem Problem gestellt sind und erstmal so ein bisschen unser Gehirn durchforsten, was wissen wir denn schon alles darüber und uns vielleicht so ein kleines Diagramm daraus erstellen, Text aufschreiben, diesen Text dann strukturieren und dann natürlich alle bildhaften Darstellungen, das können Fotos sein, das können Geländeprofile sein und Sie sehen schon, ob es jetzt ein Bild ist oder ein Diagramm, das ist nicht ganz trennscharf und natürlich ist eine kartenähnliche Darstellung auch sehr nah an einer Karte dran, sodass Sie schon sehen, dass bei so einer Klassifikation von Medien die Trennschärfe sehr, sehr stark verschwimmt und deshalb ganz generell auch so eine Klassifikation eigentlich immer sehr stark hinterfragt werden kann und auch der Sinn hinterfragt werden kann. Viel wichtiger ist, dass Sie überhaupt irgendeine Form von Medienkenntnis haben, die es Ihnen erlaubt, das Medium aus 2, 3, 4 verschiedenen Medien auszuwählen, das Sie nutzen wollen, um sich zum Beispiel einen bestimmten Fachgegenstand, eine bestimmte Fragestellung zu erarbeiten oder um Ihr Wissen festzuhalten oder Ihr Wissen zu transportieren oder einfach außerhalb Ihres Kopfes dieses Wissen irgendeiner dritten Person zugänglich und darstellbar zu machen. Ich habe jetzt ein paar Mal von Medien als Kommunikationsmittel gesprochen. Ich habe gesagt, dass Medien subjektiv sind. Ich habe davon gesprochen, dass es Informationsträger sind und dass wir uns Informationen mit solchen Medien beschaffen können. Und Medien sind Kommunikationsmittel. Bei Medien geht es darum, in eine Kommunikation zu treten zwischen der Person, die das Medium erstellt, und der Person, die dieses Medium nutzt, die dieses Medium liest,
um sich über etwas zu informieren. Das Medium selbst ist dabei praktisch die Repräsentation des Wissens, das von der Person, die das Medium produziert, vom Produzenten zum Konsumenten transportiert wird. Und was Sie hier jetzt in den Wolken oben sehen und in diesen beiden Textblöcken Hypothesenbildung und Konstruktion, das sind jetzt so die Bereiche, wo sehr stark der subjektive Charakter eines solchen Mediums zum Ausdruck kommt. Ich hatte schon gesagt, dass bei der Medienkonstruktion natürlich ein subjektiver Aspekt mitzählt, indem ich auswähle, wie ich einen Wissensgegenstand in ein Medium packe, welche Medienform, Musik, Text, Video, Bild, Kombinationen daraus ich verwende, habe ich schon eine subjektive Auswahl getroffen. Da stoppt es aber nicht. Die Person, die das Medium produziert, die hat immer eine Intention. Die hat zum Beispiel selbst eine Fragestellung an ein Phänomen und sie nutzt ein Medium, um sich dieses Phänomen zu erarbeiten und erstellt damit das nächste Medium. Zum Beispiel, wenn wir uns in die Natur hinausstellen und eine Skizze machen, wie denn ein Landschaftsprofil vor uns aussieht, um aus diesem Landschaftsprofil herauszulesen, wie vielleicht Naturräume ineinander verzahnt sind, ob es da scharfe Grenzen gibt. Oder wenn wir bei einer, um beim Landseewind-Beispiel zu bleiben, bei so einem Landseewind-System die Wolkenentstehung beobachten und das in einer Skizze festhalten, dann haben wir die Intention, dieses System besser zu verstehen, es zu dokumentieren, also eine Intention, klingt hier vielleicht in diesem Zusammenhang so, muss aber gar nichts Negatives sein, im Gegenteil, aber es ist ein subjektiver Einfluss, den wir bei der Erstellung unseres Mediums haben. Und der ist vielleicht wieder nicht frei von einer Form des gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Diskurses, der uns schon die ganze Zeit über prägt, während wir lernen, während wir forschen, während wir Medien erstellen und deshalb auch sich über die Intentionen und den Produzenten in das Medium hineingeben. Dieser gesellschaftliche Diskurs gilt aber natürlich auch für den Konsumenten eines Mediums. Auch ein Konsument hat eine bestimmte Intention oder hat eine subjektive Überzeugung, geht mit einer ganz gewissen Fragestellung oder Hypothesenbildung an das Medium heran und das kann dann passen. Das Medium kann genau für diese Fragestellung erstellt worden sein. Das kann aber auch mal nicht passen und dann passt dieser Kommunikationsprozess einfach nicht ganz zusammen und wird gestört und es irritiert uns vielleicht, was wir dort lesen und so kommen wir Schritt für Schritt immer tiefer in so eine Auseinandersetzung mit dem Medium. Wir sind in einem Kurs, der auch für Lehramtsstudierende im Speziellen angeboten wird, deshalb nochmal eine Perspektive auf die Funktion von Medien, die aber natürlich für Nicht-Lehramtsstudierende genauso relevant ist, weil auch sie setzen ja Medien für die Informationsvermittlung in ihrem späteren Berufsleben ein. Sie nutzen Medien, um selbst sich Wissen zu erarbeiten. Also hier noch einmal praktisch so eine Reflexionsperspektive darauf, wenn ein Medieneinsatz, eine Medienauswahl unter dem Ziel der Informationsvermittlung entsteht, dann sind wir meistens in Kompetenzbereichen, wo es um Fachwissen geht, um die Generierung von Fachwissen, um die Unterstützung beim Lernen von Fachwissen. Wenn wir methodische Kompetenzen in den Vordergrund mitstellen wollen, also Methodenkompetenz fördern wollen, dann nutzen wir Medien meistens instrumentell. Wir erstellen auch selber Medien, wir üben uns in der Medienerstellung. Wenn wir Kommunikationsprozesse, also Kommunikationskompetenz fördern wollen, dann ist der soziale Aspekt eines Mediums sehr stark im Vordergrund. Die soziale Interaktion über ein Medium ist dann der Fokus unserer Lernaktivität oder unserer Aktivität in der Auseinandersetzung mit dem Medium. Wenn wir Medien nutzen, um eine Einstellung hervorzurufen, wenn wir zum Beispiel Plakate in der Universität mit bestimmten Hinweisen zum Verhalten jetzt gerade in der aktuellen Corona-Pandemie aufstellen, dann versuchen wir Medien sehr stark affektiv zu nutzen, also über Medien eine Haltung oder eine gewisse Art der Handlung zu initiieren und einzuüben und an diese Art der Handlung zu erinnern. Und wenn wir zum Beispiel beschreiben wollen, wie Sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske aufsetzen müssen, dann wäre das so eine
vielleicht so ein Piktogramm, wie das Ganze geht. Wir fördern damit Handlungsabläufe. Das ist also eine sehr stark aktionale Intention dann der Nutzung von Medien. Bleiben wir noch kurz bei so einer fachdidaktischen Perspektive auf Medien, vor allem mit Blick auf die Auswahl eines Mediums für einen ganz konkreten Kommunikationsprozess, für einen ganz konkreten Lehr-Lern-Prozess. Egal, ob das jetzt in der Schule stattfindet, ob das in einer Besprechung zwischen Forschenden stattfindet, ob das in einer beruflichen Weiterbildung stattfindet. Wenn Sie selbst Medien auswählen müssen, um entweder eine Information, die Sie gerne weitergeben möchten, zu transportieren, um etwas, das Sie anderen mitteilen möchten, zu unterstützen. Sie sprechen zum Beispiel so wie ich und unterstützen das durch solche Grafiken. Dann müssen Sie sich natürlich die Frage stellen, was nehme ich denn aus der Vielzahl von Medien, Medienformen für ein Medium heraus, für diese ganz konkrete Situation. Und eine Frage, die Sie sich stellen können, wäre zum Beispiel der didaktische Einsatzort. Also nehmen Sie ein Medium zum Einstieg, da können Sie steuern, was Sie zeigen, ein Foto, das zum Beispiel das Phänomen zeigt, über das Sie sprechen wollen. Da haben Sie sozusagen das noch alles in der Hand. Wenn Sie dann einen sehr offenen Diskussionsprozess gestalten, dann ist die Ergebnissicherung vielleicht schon nicht mehr so vorhersehbar. Dann eignet sich für die Ergebnissicherung vielleicht ein sehr flexibles Medium wie eine Textdatei, die gemeinsam bearbeitet werden kann, oder wie ein Flipchart, auf das Sie ein paar Stichpunkte schreiben können. Eine andere Frage, die Sie bei der Auswahl von Medien berücksichtigen können, ist die Sozialisationsfunktion von solchen Medien. Regt dieses Medium dazu an, mit anderen in Kontakt zu treten, zu diskutieren, oder ist es eher ein Medium, ein wissenschaftlicher Artikel zum Beispiel, den man erstmal im Stillen lesen muss, um ihn zu verstehen? Wie ist die Perspektive des Mediums? Da kommt sehr stark auch dieser subjektive Anteil der Medienerstellung hinein. Entspricht sie Ihrer Perspektive auf den Fachgegenstand? Konterkariert sie vielleicht Ihre Perspektive? Irritiert sie in diesem Kontext das, was Sie gesagt haben? Auch das kann sehr gut dazu beitragen, eine Diskussion anzufachen, die Auseinandersetzung mit so einem Fachgegenstand zu erhöhen. Ist sie adressatengemäß, also ist es auf das Vorwissen zum Beispiel der Personen ausgerichtet, die mit diesen Medien umgehen sollen? Ist es adäquat einsetzbar? Wenn Sie zum Beispiel einen Podcast als Medium einsetzen wollen, dann brauchen Sie auch irgendwie Lautsprecher oder einen Kopfhörer, mit dem man so einen Podcast anhören kann. Wie ist die Inhaltsorientierung des Mediums? Wird da tatsächlich noch der aktuelle Stand der Wissenschaft wiedergegeben oder ist das völlig veraltet, was dort drin steht? Und dann müssen Sie sich natürlich auch immer fragen, unter welcher Zielsetzung setzen Sie so ein Medium ein? Welche Kompetenzen wollen Sie fördern? Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Folie davor. Wenn Sie also einmal selbst nicht dieses Medium, das, was Sie jetzt gerade machen, während Sie hier auf diese Folien schauen, während Sie meiner Stimme zuhören, wenn Sie dieses Medium gerade einmal selbst nicht zum Lernen nehmen, sondern irgendwann mal in der Rolle des Lernenden sind, sei es in der Dokumentation Ihres Wissens uns gegenüber bei der Abgabe Ihrer Aufgaben, sei es im späteren Schulunterricht, sei es im späteren Berufsleben, wenn Sie mit anderen Personen im Austausch stehen, wenn Sie den Wissen, das Sie selbst haben, vermitteln wollen, wenn Sie es mit Ihnen teilen wollen, dann stellen Sie die Medienauswahl am besten immer in den Kontext der Ziele, die Sie gerade mit dieser Diskussionseinheit, mit diesem Austausch verbinden, mit den Inhalten, die Sie für wichtig halten, die Sie für relevant halten im jeweiligen Kontext. Suchen Sie sich eine Methode, mit der Sie diese Inhalte gerne in einen Kommunikationsprozess, in einen Lehr-Lern-Prozess einbinden wollen. Und wenn Sie das definiert haben, erst dann denken Sie darüber nach, welche Formen von Medien und welches konkrete Medium, also welche konkrete Karte, welches konkrete Video, welche konkrete Grafik Sie dann am besten dazu auswählen, um Ihre Ziele und die Inhalte optimal zu unterstützen
Und beachten Sie dabei immer, nicht jedes Medium, nicht jede Karte, nicht jede Grafik kann ad hoc von allen Personen gelesen werden. Also haben Sie auch immer ein bisschen die Vorbildung der Personen im Blick. Was sind die gewohnt für Medien? Und wenn Sie sich nach diesen Aspekten richten, dann haben Sie schon mal einen sehr wichtigen Schritt gemacht. So viel mal zu dieser kurzen Übersicht über den Nutzen von Medien, die Verwendung von Medien, Kategorien von Medien in der Geografie und in geografischen Bildungsprozessen. Und auf der letzten Folie hier finden Sie noch mal kurz die Literatur, die unter den einzelnen Abbildungen verlinkt war, wenn Sie hier noch einmal etwas nachschauen wollen. Bis zum nächsten Mal.